Ah, da ist eine! Ich raste aus! Ich habe endlich eine Zeitkapsel gefunden! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Subnautica. Meine Fresse, in der letzten Folge haben wir tatsächlich eine komplette Folge nur auf Englisch geredet. Also ich habe eine ganze komplette Folge nur auf Englisch geredet. Ich habe keine Ahnung, ob ihr was verstanden hattet. Ich habe keine Ahnung, ob die Leute, die vielleicht wirklich Englisch reden als erste Sprache sozusagen, oder als eigene Sprache, ja, als ihre, wie heißt es, Hauptsprache, Stammsprache, Geburtssprache, dass die auch was verstanden haben. Ich habe keine Ahnung. Huch, man kann ja doch hier rein. In der letzten Folge ging das nicht. Oder kann ich einfach nur nicht reinfahren? Ja, ich kann einfach nur nicht reinfahren. Okay, aber ich kann reintauchen. Haut ab! Faces in the darkness. Nein, ich darf jetzt nicht mehr Englisch reden. Es ist Schluss mit Englisch jetzt. Weil ich glaube, einige finden das gar nicht mal so gut, wenn ich so viel Englisch rede. Ach, hier gibt es kein Wasser hier drin. Oh nein, Headcrabs. Wo bin ich denn hier jetzt? Wo bin ich? Ha! Geh weg! Ich kenne diese Location hier ja gar nicht. Oder ist das die Insel? Die Insel mit dem... mit dem Portal. Ah, okay, da ist auf jeden Fall ein Portal. Interessant. Interessant, interessant. Aber ist das das Portal, was unter der Insel war? Nee, ne? Das ist ein anderes Portal. Soll ich das mal aktivieren? Kann ich das hier überhaupt aktivieren von hier aus? Geht es? Nee, das kann ich, glaube ich, gar nicht, oder? Ich konnte da gerade was scannen. Wo war das Symbol jetzt gerade? Wo war das Scan-Symbol? Ich konnte es doch gerade. Als ich hier gerade drauf zugelaufen bin, ging es doch ganz kurz. Oder war das... Ach, das war der Pilz hier. Hm, ja gut. Aber wartet mal, das können wir an sich eigentlich auch mal machen. Pinke Kappe. Einheimische Lebensform. Eine auf dem Land wachsende Pilzart, deren Sporen man ernten kann. Nicht essbar. Na toll. Da könnte ich die mir einpflanzen, aus dekorativen Gründen. Also ich sehe schon... Die Höhle geht nach unten, da geht es unten noch ein bisschen weiter auf jeden Fall. Jetzt hätte die Frage, warum ist denn hier so ein Portal eigentlich? Ich gehe mal runter, vielleicht gibt es hier unten doch noch irgendwas Spannendes. Höhlenkrabbler. Höhlenheadcrabs hier. Lass dich scannen. Haha, ich habe die Höhlenkrabbler gescannt. Damit haben sie nicht gerechnet. Ja, keine Ahnung. Hier ist irgendwie nichts. Ich weiß nicht, was macht das für einen Sinn, hier ein Portal zu haben, ey. Ohne Witz, was macht das hier für einen Sinn? Ich verstehe das nicht, ehrlich gesagt. Aber gut. Ich verstehe manchmal so vieles nicht. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo einen anderen Zugang, noch irgendwo anders hin. Das kann natürlich durchaus sein. Ha! Gut. Lass mich anspringen. Kleines Schweinchen. Schnell wieder raus. Ja, was möchte ich in dieser Folge eigentlich mal gerne machen? Ich wollte ja in der letzten Folge die Zeitkapsel mal finden. Ich habe sie immer noch nicht gefunden. Es ist echt zum Mäusemelken, aber wirklich zum Mäusemelken. Ich finde diese verdammten Zeitkapseln einfach nicht. Ich weiß nicht, wo ich da noch suchen kann. Ich habe mir in dem Video das sogar angeguckt, wie ich da hinkomme. Und ich finde es trotzdem nicht. Es ist so schrecklich. Es ist einfach so grausam. Es ist einfach so grausam mit diesen Zeitkapseln. Die Zeitkapseln wollen mich trollen, ganz klar. Und dann ist ja auch immer noch die Frage, ob die Zeitkapseln nicht vielleicht dann irgendwie doch zurückgesetzt werden. Weil jetzt kam ja auch ein Subnautica-Update wieder raus. Und das war irgendwie ganz schön krass gerade. Was war das? Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Das war wahrscheinlich... Ah, fuck. Ich sollte vielleicht nicht, ich
gehe mal hier in die Nische. Und repariere mal die Seemotte. Gott. Das war, glaube ich, ein Ghost-Leviathan, der mich da gerade angegriffen hat. Den ich nicht habe kommen sehen. Das war der aus der letzten Folge am Ende. Hatte ich da gerade was blinken sehen? Da hat doch gerade irgendwo was geblinkt, oder nicht? Komisch. Links unten, meine ich, habe ich irgendwas blinken sehen. Komisch. Komisch, komisch. Ich halte auch jedes Mal, also vom Weiten sehen immer diese Salzablagerung, diese großen... Oh, nicht gut. Sehen immer diese Salzablagerung auch aus wie... wie Zeitkapseln. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Ich hätte auch gerne in der letzten Folge wirklich eine Zeitkapsel gefunden. Alleine schon aus dramaturgischen Gründen, aber ja. Warum wird denn das hier auch immer so dunkel plötzlich, verdammt? Das irritiert mich auch immer voll. Ich glaube hier diese Orte, wo es so ein bisschen so karger wird, die Landschaft. Das sind immer auch die Stellen, wo es auch Zeitkapseln überwiegend geben kann. Aber finden ist oft nicht so leicht, wie gesagt. Moment, Moment. Hier ist doch ein Zugang zum... Ist hier nicht ein Red... ein Red River. Ein Lost River Zugang? Ich meine, hier war einer mal. Und ich meine auch, dass ich auf diesem... Das war einer von diesen... von diesen kargen Sanddünenartigen Oberflächen. Da bin ich lang gefahren, da war dann eine Kupferablagerung und daneben war diese Zeitkapsel gewesen. Verdammte Axt, ey. Das ist echt so traurig. Ich spiele jetzt schon so lange Subnautica seit diesem Release. Auch seit der Finalfolge schon wieder. Und ich habe noch nicht eine Zeitkapsel gefunden. Ich meine, ich bin dann schon an welcher vorbeigefahren. Aber ich habe die noch nicht gesehen dann immer. Weil ich immer mit irgendwas abgelenkt war zu dem Zeitpunkt. Das ist so traurig. Und dabei will ich doch auch mal eine Zeitkapsel finden. Oh, warte mal, hier geht's in den Void. Oder? Ist das hier der Void? Nee, das ist der Void. Das ist kein Void. Moment! Boah, boah, whopper. Das ist nicht der Void hier. Das ist, wie heißt es denn? Der Bloodkelp. Mann, verdammt, das war irgendwo hier auf so einer Düne, war das. Wenn man da so rüber lang fährt. Neben so einem komischen Ablagerungsgedöns für Kupfer. Aber ich ahne schon, ich werde das wahrscheinlich nie finden. Und wenn ich es wieder finde, dann bin ich wieder mit irgendwas abgelenkt und fahre wieder dran vorbei. Dieser Mist. Diese Scheiße. Ja, hier war das. I shit you not. Hier war das. Hier war das, hier war das. Das war hier. Aber sie ist nicht mehr da. Die ist weg. Genau, ich erinnere mich wieder. Ich bin hier über diesen Hügel rüber. Dann war da dieses Vorkommen. Diese zwei Kupfervorkommen tatsächlich. Und daneben lag die Zeitkapsel. Neben dem Kupfervorkommen. Die lag hier so. Aber vielleicht sollte ich einfach wirklich hier nochmal genauer gucken einfach. Vielleicht liegt ja hier noch irgendwo eine. Vielleicht ist das ja nicht die einzige, die hier liegt. Ja, als ob. Als ob da mich jetzt wieder einer anknurren will. Ich sag's euch, Leute, das war hier. Hier knurrt's auch. Genau, das hat nämlich beim letzten Mal, als ich an der Stelle war, auch geknurrt. Aber die ist weg, die Zeitkapsel. Ich glaube, ohne Witz, ich glaube, das wird jedes Mal wieder neu ausgewürfelt, wo die Teile liegen. Die liegen nicht bei jedem Durchgang an derselben Stelle, sonst wäre das natürlich auch komisch. Und jetzt kam ja auch das Update. Ich glaube, das ist wieder neu belegt worden, wo die sind und wo die auftauchen. Es ist nicht dieselbe Stelle, also es ist nicht an derselben Stelle. Oh, ich bin ja halb am Verhungern. Okay, wir müssen jetzt mal einen Trick machen. Ich werde es wahrscheinlich sonst nicht rechtzeitig zurückschaffen. Ich muss mal mit meiner...
Ja, ja, ich weiß. Ich muss mal hier den Fisch grillen. Wenn ich die nämlich mit der Glühklinge haue, dann sind die direkt... Ah, dann sind die direkt gegart. Und dann kann ich die direkt verspachteln. Ein sehr guter Tipp, den ihr mir gegeben habt, um hier auch ein bisschen länger zu überleben und nicht notwendigerweise dann ständig Essen holen zu müssen oder wieder zur Base zurückfahren zu müssen. Ein wunderbarer Tipp geradezu. Ja, ich glaube, das mit den Zeitkapseln, ich glaube, ich muss wirklich auf den viel beschrien und beschworenen Zufall hoffen. Ich finde, glaube ich, irgendwann eine Zeitkapsel durch Zufall einfach. Wenn ich es am wenigsten erwarte. Wenn ich danach suche, klappt das einfach irgendwie nicht. Und ich fahre hier schon wieder... Ah! Ich fahre hier schon wieder in tausende Viecher rein, die mir schon wieder meine Panzerung hier abziehen. Hier war doch... Moment, hier war doch dieser Leviathan. Moment, schnell weg. Ich fahre jetzt mal wieder zurück zur Base. Ich glaube, das ist schlau. Aber vielleicht sollte ich da wieder ein bisschen auf den Boden achten mehr. Da leuchtet was, oder? Nee, das sah nur so aus. Ah, diese Zeitkapseln. Diese Zeitkapseln. Jetzt weiß ich auch, warum die Dinger Zeitkapseln heißen. Weil man viel Zeit investieren muss, um sie zu finden. Deswegen heißen die Zeitkapseln. Das ergibt jetzt alles Sinn. Jetzt fügt sich alles zusammen zu einem schlüssigen Gesamtbild. Unglaublich. Vielleicht mal hier runtertauchen. Ja, okay, warte. Ich kann das gleich erledigen mit dem Fluid Intake. Hier, nom nom nom. Das will ja hoffen, dass die sich stabilisieren. Hier gibt es eine Rettungskapsel. Da unten ist ein PDA. Das... Ah, da ist eine! Ich raste aus! Ich habe endlich eine Zeitkapsel gefunden! Oh, was ist drin? Was ist drin? Soll ich es mal scannen vorher? Ich erst mal scannen. Zeitkapsel, Baupläne. Die Zeitkapsel, diese robusten Behälter sind so konzipiert, dass sie neben einer Reihe von kleinen Teilen auch schriftliche und fotografische Nachweise für die spätere Entnahme aufbewahren. Zeitkapseln werden oft von einsamen Überlebenden hergestellt, die entweder diejenigen unterstützen wollen, die sich in der Zukunft in der gleichen Lage befinden oder aber Beweise ihrer Notlage hinterlassen möchten, die noch nicht gefunden werden können, wenn sie selbst bereits tot und verwest sind. Die meisten Notfallrettungsfahrzeuge sind standardmäßig mit einer Zeitkapsel ausgestattet, die sich üblicherweise im Cockpit befindet und beim Abheben abgeworfen wird. Altera fordert, dass Zeitkapseln mit Werkzeugen und Ressourcen bestückt werden, um denjenigen zu helfen, die sie in der Zukunft finden. Ja, schön. Deswegen liegen die Dinger auch irgendwo rum, ohne Signal und ohne irgendwie einen Hinweis darauf, dass die Leute, die sie auch dringend brauchen, auch finden können. So wie ich. Weil man ja bekanntlich stundenlang in der Gegend rumfährt und nach Zeitkapseln sucht. Aha. Oho. Best Wishes. Anschauen. Best Wishes. To whom it may concern. This world is wide, terrifying and beautiful all in one. Whether you are here for the first time or are returning to 4546B, I wish you the best of luck exploring the deepest depths and getting out of here unscathed. Keep an open mind and this will be a wonderful experience to you. Wow, das ist ja voll toll. Hier hat er sogar noch ein Bild von seiner Base eingefügt. Das sieht ja cool aus. Da hat er sich die Aurora hingestellt. Vielen Dank. Special thanks to whoever it may concern. Er hat er ja auch geschrieben. To whom it may concern. Whoever wrote this, whoever packed this thing, thank you. This is wonderful. I found my first time capsule. Jetzt habe ich schon wieder Englisch gesprochen. Jetzt habe ich es doch getan. Aber egal. Muss man auch mal machen. Also er hat, ich kann es ja nochmal kurz übersetzen, grob im Kopf, er hat halt sinngemäß demjenigen, der das halt findet, viel Glück gewünscht, egal ob er jetzt wieder neu zum ersten Mal hier spielt oder zum ersten Mal die Welt entdeckt oder ob er zum zweiten oder dritten Mal, also schon wieder nochmal neu die Welt entdeckt. Er hofft, es hilft, was er da drin versteckt hat und wünscht Glück und viel Spaß und Freude. Das ist cool. Eine sehr positive Botschaft, muss ich sagen.
Finde ich gut. Freut mich sehr, dass ich sowas Positives finden durfte. Dann schauen wir doch mal nach. Was war da eigentlich genau drin? Eine Ionenbatterie! Und noch eine Ionenbatterie! Der Wahnsinn! Geil! Da muss ich die nicht selber machen. Und das war voll nah an meiner Base die ganze Zeit. Guckt mal. Das ist ja voll nah dran. Krass. Boah, da habe ich irgendwie Bock, noch mehr Zeitkapseln jetzt zu suchen. Ohne Witz. Das macht voll Spaß irgendwie. Weil man freut sich voll wie Schnitzel, wenn man eine findet. Das ist voll cool. Aber ich wollte ja auch eigentlich der Story noch ein bisschen folgen. Ich weiß nicht, gibt es eine begrenzte Anzahl an Zeitkapseln in der Welt? Oder weiß ich halt leider alles nicht so richtig. Ich weiß halt auch nicht, wie die generiert werden, ne? Das ist halt so ein Ding. Inventory full. Ich tausche schon mal die Batterien aus. Wir bauen mal eine Ionenbatterie in das Gerät ein. Wir bauen mal in das Reparaturdinski eine ein. Genau, das sind ja die Werkzeuge, die wir sehr oft brauchen eigentlich. Und dann würde ich mal sagen, die anderen Batterien können wir mal aufladen lassen. So. Ja, Wahnsinn, oder? Wir haben. Aber sowas haben wir. So, genau. Hier wollte ich... Hier packe ich mal die Ionenwürfel mit rein. Ah, nee, warte mal. Die packen wir mal unter wertvoll. Das war ja hier. Wertvolle Ressourcen. Genau, die packen wir mal hier rein. Dann packen wir mal hier das Titan noch rein. Ah, das geht schon nicht mehr. Schon wieder keinen Platz mehr. Dann machen wir hier jetzt den Auffangschrank. Das ist der Schrank für die Ressourcen, für die ich gerade keinen Platz habe. Okay. Okay, okay. Jetzt wollte ich essen und trinken. Ja, Wahnsinn. Er hat da sogar was Nützliches reingepackt. Da hat er sogar die Endgame. Das ist aber übrigens auch einer der Gründe, warum dieses Feature ein bisschen kritisiert wurde. Weil natürlich Leute, die helfen wollen, so Endgame-Content in die Zeitkapseln packen. Und das Spiel ist ja eigentlich schon relativ leicht, sagen wir es mal so. Ja, und dadurch wird es natürlich noch leichter, wenn du jetzt schon direkt am Anfang, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade angefangen habe, finde ich direkt diese Ionenbatterien und kann damit direkt meine Werkzeuge betreiben, habe ich natürlich einen enormen Vorteil nochmal, ne? Also ist schon nicht unerheblich. Aber ich sag's mal so, die Ionenbatterien gehen noch. Das finde ich ist jetzt nicht so ein krasser Vorteil. Es wäre anders gewesen, hätte er mir diese Würfel, Fusionswürfelbatterien, hier die Fusionsvariante, die Würfelvariante von den Energiezellen reingelegt, finde ich. Das wäre tatsächlich nochmal eine andere Hausnummer gewesen, weil dann wäre es wirklich ganz schön overpowered. So, jetzt muss ich nochmal gucken, ich muss nochmal schauen, im Zyklopen muss ich noch meine Melonen neu anpflanzen. Da habe ich nur einen Teil neu anpflanzen können. Und da müssen wir mal gucken, wo wir als nächstes hingehen. So, genau. Das musste ich gerade mal erledigen hier. Genau, was wollten wir jetzt eigentlich als nächstes machen? Wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Wir wollten als nächstes in den Lost River fahren, ne? Und in die Quarantänestation. In die Quarantäneforschungseinrichtung. Ich glaube ja, das war das, was wir als nächstes tun wollten. Dann machen wir das mal. Wir fahren da mal jetzt hin direkt. Maschinen an. Wir haben ja Essen dabei, wir haben Nahrung dabei, wir haben Wasser dabei. Machen wir das mal. Fahren wir mal dahin. In den Lost River. In the Lost River. Meine Güte, ey. Immer dieses Rumpelpumpel hier. Rumpelpumpel, weg war der Kumpel. Ich habe ja noch nicht das Wärmemodul gefunden für den Zyklopen, ne? Das habe ich ja noch nicht. Dieses Wärmeumwandlungsmodul-Gedöns. Das wäre eigentlich mal relativ sinnvoll, das zu finden. Weil wir dann im Lava-Biom Energie erzeugen können. Das müsste ich echt noch finden irgendwie. Ich weiß leider nicht mehr genau, wo das lag. Wo ich das beim letzten Mal gefunden habe. Das ist alles schon wieder so lange her. Ich wurde schon drum gebeten im Kommentarbereich tatsächlich, dass ich das nochmal finden soll. Dass ich da nochmal gezielt hinfahren soll. Um das nochmal gezielt zu zeigen, wo das liegt. Aber das ist nicht so einfach. Ich weiß selber nicht mehr genau, wo das war. Ich müsste nachgucken tatsächlich. Fahre ich überhaupt richtig gerade?
Ich fahre, glaube ich, gerade total falsch. Ich bin hier, glaube ich, total falsch gerade. Irgendwie kommt mir das hier sehr falsch vor. Oder? Nee, Moment, hier gab es da auch einen Zugang zum Lost River, oder? Oder? Was zur Hölle war das? Gab es hier einen Lost River Zugang? Hier hinten? Auf jeden Fall gibt es hier garstig schreiende Viecher. Aber es ist noch nichts zu sehen auf der Anzeige. Auf der Tafel. Na, aber hallo, wer knurrt denn hier so? Ist das Asthma oder Leidenschaft? Mann, Mann, Mann. Also mal das Licht anmachen vielleicht. Vielleicht sehe ich dann auch mehr. Ich glaube, ich fahre gerade in die völlig falsche Richtung. Es sieht irgendwie falsch aus. Und zwar sehr falsch. Ja, das ist wieder dieselbe Kurve, die ich vorhin auch schon gefahren bin, glaube ich, oder? Na, warte mal, jetzt wird es, glaube ich, richtiger. Ja, hier ist es richtig. Hier sind wir richtig, hier müssen wir runter. Ja, da unten ist es, okay. Jetzt bloß nicht wieder in diese komische Ritze reinfahren, wo ich wieder festhänge. Bloß nicht jetzt wieder da rein manövrieren, diese Sackgasse. Aber ich glaube, ich manövriere mich gerade schon wieder genau in diese Sackgasse. Ich muss ein Stück zurücksetzen. Hier kann ich wieder nicht wenden. Moment, ich muss auftauchen. Das ist wieder zu eng hier. Ihr blöden Ranken da. Es war auch so geil, wie ich, als ich Englisch gesprochen habe, wie ich immer gesagt habe, Ranks. Und dabei ist das Wort ein ganz anderes. Weins ist das, glaube ich. Das, was ich gesucht hatte. Ich muss noch mal ein Stück zurücksetzen hier. Das ist falsch, was ich hier gerade mache. Ich muss ein bisschen zurück. Habt ihr das gerade gehört? Habt ihr das Geräusch gerade gehört? Das habe ich vorher noch nicht gehört. So ein... Sehr merkwürdig. Aber es ist, glaube ich, die Mucke, oder? Ich glaube, ja. Das ist, glaube ich, die Musik. Wow! Da war Boden. Da war plötzlich ein Boden. Ich bin mir gerade absolut nicht sicher. Ah, hinter mir ist, glaube ich, noch Land. Land im Wicht. Ich muss mal mich irgendwie so drehen, dass ich hier mal ein bisschen tiefer noch komme. That's what he said. Oh je, das nimmt alles noch ein ganz böses Ende hier. Moment, Moment. Hier ist wieder die Stelle, wo man sich so verhakt, ne? Wie oft bin ich jetzt hier runtergefahren? Ich weiß es immer noch nicht. Das liegt aber auch schon wieder daran, dass alles schon wieder so übelst lange her ist. Und da kommt wieder irgendein Vieh. Geh weg, Vieh! Hau ab! Ja! Warum? Ich tue euch nichts. Ich fahre nur hier rum. Ich bin Tourist. So behandelt ihr also Touristen. Mann, scheiße, wo ist denn dieser Lost River Zugang? Wieso finde ich den denn jetzt wieder nicht? Ah, ich könnte schreien und in die Auslegeware beißen hier. Da ist die Stelle, wo man festhing. Ich muss noch ein Stückchen hier in die Richtung fahren. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg, du roter Punkt! Haha! Ja! So. Wo muss ich hin? Hier lang, nach unten. Lunta! Weiter Lunta! Ich habe immer das Gefühl, irgendwie... Huch! Ich wollte gar nicht hupen! I'm so sorry! Oh, Moment, was ist denn das hier? Ach, das sind die Wrackteile, ne? Die komischen.
Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn ich hier das Licht ausmache, sehe ich mehr, als wie wenn ich das Licht anhabe. Es sieht auch cool aus, wenn das Licht aus ist, mit diesen ganzen illuminierten Algen, korallenartigen Dingern da an der Felswand. Das ist schon irgendwie cool gemacht. Passt wie ein Sternenhimmel aus Korallen. Oh, ich muss mich mal richtig hinsetzen. Ich trenne ja schon wieder meine Blutzufuhr ab. Wieso mache ich denn immer diese Hupe? Ach so, weil ich drauf gucke aufs Signalhorn. Ja, ich glaube, das macht die auch so ein bisschen aggressiv, die Viecher. Ich mag es, sie zu quälen. Okay, Moment, das war ich nicht. Ah, hier ist doch Suppe. Moment, wenn hier Suppe ist, dann ist doch hier der Lost River, ne? Genau. Dann müssen wir doch einfach nur da lang fahren. Hat das wieder lange gedauert. Junge, Junge, Junge. Jetzt mache ich das Licht mal aus. Da sehe ich mehr. Ach, hier sind doch wieder die komischen... Die komischen Crab-Squids sind doch hier schon wieder am Start. Ich ahne es doch. Ich ahne es doch schon. Ja, da habe ich auch schon den roten Punkt gesehen. Wir haben es geschafft. Wir sind im Lost River. Ja, damit ist das Schwerste schon mal... Ja, ist schon mal abgehakt. Die schwerste Aufgabe haben wir schon mal bewältigt. Und sie hat mich nicht überwältigt diesmal. Ich habe den richtigen Weg gefunden. Alles ist gut. Alles ist gut. Okay, wir müssen jetzt wieder dahin fahren, wo wir die Lost River Base damals aufgebaut haben. Und dann einfach rechts abbiegen, wo die Säulen sich befunden haben. Und dann zu dieser Quarantänestation fahren. Ja, ab jetzt ist es einfach. Ab jetzt ist es überhaupt kein Problem, den richtigen Weg zu finden. Deswegen, meine lieben Freunde, würde ich mal sagen, an dieser Stelle ist jetzt auch wieder diese Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Subnautica. Und dann untersuchen wir die Quarantäneeinrichtung, die Quarantäneforschungsstation. Schauen uns an, welche Dokumente wir da bekommen können. Und ja, das, was wir da halt finden. Ihr wisst es ja eigentlich schon, wir haben es ja schon mal gemacht. Und dann müssten wir tatsächlich auch schon langsam ins Lava-Biom. Vielleicht finde ich vorher noch irgendwie dieses Wärmemodul in einer der kommenden Folgen, dass wir das nochmal finden. Bis zur nächsten Folge Subnautica. Bis dann, ciao, ciao.